Ich gehe immer schon mal wieder ins Gras. Ja, und da sage ich so, willkommen zurück zu Tobis Freunden. Und dann meinte der, ja, der sollte mal kommentieren und subscriben. Ja, meinte der das? Und dann, ja, und dann habe ich ihn voll aus dem Bild gekickt. Herzlich willkommen zurück, wir spielen Planet of Lana und wir wollten diese Spinne da drüben fiesest mördern mit unserem Freizeitspanier Mui, den ich jetzt erstmal ins Loch schick. Genau, geh da rein. Super, keine Ahnung, wo du jetzt rauskommst, aber. Ach, da drüben ist er. Warum ist er denn jetzt da drüben? Oh Gott, bitte krabbel nicht weiter. Naja, da ist ja das Gras. Okay. Ich muss ja hier rüber rennen. Aber warum brauchte Mui jetzt das Loch unbedingt? Das muss ich noch rausfinden. Hoffentlich ist das ein Bait. Oh nein. Ja, er muss Bait sein. Oh. Er muss Bait sein. Hasse ich. Oh nein, Hasse das. ich. Ah, oh shit. Hat er mich jetzt gesehen? Blup. Und tschüss. Ah, okay, aber es ist super dumm. Es ist super dumm. Okay, wie lange steht es jetzt da? Oh nein, 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 bleib da, bleib da. Aber das wäre jetzt im einen Run besser gewesen, ne? Ja, das. Also gut, ich habe es zu spät geschnallt, dann habe ich mich nicht mehr getraut, Ja. ne? Weil letztes Mal, wo ich ungeduldig war, Ist sind Mui. wir draufgegangen. Tja. Genau. In die So. ewigen Jagdgründe. Jetzt ist die Frage, sollte ich jetzt weitergehen? Oder nicht? Ich würde warten, bis er sich wieder Ja, umschaut. Nach hinten, genau. also. Und das sieht doch mit dem Holz so ein bisschen aus, als könnte man ihn kaputt machen. Ah, können wir ihn ja doch brutal mördern. Jetzt wird das Spiel interessant. Wie war das bei Yu-Gi-Oh! Abridged? Weiß das nicht mehr, es ist so viele Bridged-Folgen. Ja, genau, aber der Malek, keine Ahnung, wie er heißt, der hat auch irgendwie was gehabt, wo er gegen Roboter kämpft. Und dann meinte er, und das Beste daran ist, ich kann so brutal sein, wie ich will. Nein! Oh Oh, boy! weil es immer Ja. noch PG-13 sein wird, weil es Roboter sind. Oh boy! Das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass es direkt auf Mui losgeht. Tja. Mui, not so bene. Ja, vielleicht hätte ich auch einfach schneller sein müssen und ihn da hochbefehlen. Da hoch. So, dann muss ich nämlich hier rüber locken und mich selber in Sicherheit biegen. Hallo Sie, kommen Sie, kommen Sie, warten Sie, warten Sie Einmal pfeifen jetzt oder so. und einmal. Ja, Wollinger. Ha! Kaputt. You've been murdered! Du wurdest nicht mit dem Ah, Glasmaß muchas losgerettet. gracias, mis amigos, come here! Warum kann ich dich nicht streicheln? Muy bien. Muy bien! Ich will dich streicheln, verdammte Axt! Ach! Good boy. Such a good boy. Good Gut, boy. gut, Boy. Warum geht das nicht mehr? Drücke ich irgendwie die falschen Knöpfe? Nee, ich glaube, das geht nur, wenn du in den richtigen Einstellungen bist. Ich glaube, das ist jetzt so eine Area, wo du es nicht machen kannst, einfach. Eine No Love Area, No Love Zone, ja. Ja. So ein Dreck. Ich meine, bisher war es gefährlich. Von daher. Vielleicht habe ich auch einfach nur vergessen, wie man streichelt. Ach, damit geht's auch. Aha. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd, dir meine Liebe zu geben. Hat Liebe doch was mit Intelligenz zu tun. Schade. Ja und nein, ne? Wahrscheinlich. Das würde mich auch Ja, interessieren. Ramona, hat Liebe denn was mit Intelligenz zu tun? Erzähl doch mal, was sind denn seine Gedanken da zu dem Spruch? Liebe was mit Intelligenz zu tun. Es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz. Es gibt auch verschiedene Arten von Lieben. Genau, von Liebe. Aber ich denke, dazu ist jeder fähig, der kommunizieren kann. Ich glaube, Kommunikation ist da einfach Key. Und kommunizieren kannst du auch, wenn du nicht der Hellste bist, sagen wir es so. Du musst keinen Akademikertitel haben, um intelligent zu sein und um wirklich da
lieben zu können. Ich meine, hier... Hast du einen Screenshot gemacht? Mach einen Screenshot, verdammt! Oh mein Gott! Stress mich doch nicht so. Hör auf zu labern, mach einen Screenshot! Erst fragst du mich ja. nach meiner nicht kam, fachkompetenten Aussage ist, zu einem das, Thema, zu ja, dem ich überhaupt ist, nicht bin. Das ist tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, die man so bei Let's Plays sagen kann, ne? Weil theoretisch... Oh, ich bin untergefallen. Und schon wieder, theoretisch... quatscht man ja, aber das Spiel kommt einfach öfter mal dazwischen. Ich finde, eigentlich ist es ja auch schön. Es war ja der Moment, okay, da müssen wir hin. Wir müssen unser Volk retten. Ja. Unsere Schwester, unser Dorf. Und den Planeten. Aber ja. jetzt kann ich ihn wieder streicheln. Das ist voll gut. Weiß ich nicht. Wer der Plan, den Planeten zu retten, deine Motivation, wo du sagst, jetzt gehe ich total aus mir raus und gib 200% statt 100, oder wäre deine Familie größerer? Wahrscheinlich wäre die Familie größer, obwohl, wie du schon in der letzten Folge, glaube ich, gesagt hast, würde ich mich, glaube ich, einfach mördern lassen. Ja. Würde ich sagen, oh Mann, ist das anstrengend. weil vor allem, ne, das ist auch so das Ding, ne, wenn irgendwie so, keine Ahnung, nehmen wir mal an, Aliens kommen jetzt und machen hier den Shit los und ich bin jetzt, mich haben sie vergessen, ich könnte jetzt die Familie retten. Das Leben wird doch danach nie wieder so sein wie vorher. Ja, also selbst ja. wenn ich da raus, lebend wieder rauskomme, dann sind doch, da ist doch die Welt so dermaßen im Arsch und traumatisiert und meine Familie auch. Ob es dann überhaupt noch lebenswert ist, weiß ich nicht. Ja, da muss man aber auch immer sagen, ich glaube, der Mensch hat, also die Menschheit selbst hat ja schon so viel hinter sich. Ich glaube schon, dass da auch viel Positives mitgekommen ist und die Leute sich dann tatsächlich in solchen Situationen auch eher heldenhaft verhalten. Also nicht heldenhaft, aber also du meinst zum Positiven, so, ja. Da kommt jetzt das typische, Helden werden nicht geboren, sie werden gemacht. Ein bisschen und ich glaube, ich habe mal, aber das ist jetzt schon länger her, ich glaube, ich habe tatsächlich mal irgendwo eine Studie gelesen, dass tatsächlich in Zeiten, von denen man denkt, dass die Depression bei den Menschen selber hätte sehr viel härter ausfallen müssen, wie Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, Hungersnöte, das tatsächlich nicht der Fall ist. Die Menschen sind dann so aufs Überleben konzentriert, dass diese, ich will es jetzt nicht Luxus nennen, aber dass diese Depression anscheinend schon fast Luxus ist und wahrscheinlich eher eintrifft wieder, wenn du dich erholst. Okay. Okay. Quasi ja. als Erschöpfungssymptom. Ja, also, verstehe. Nee, weil die ganze Zeit, wo du so unter Feuer bist, macht es natürlich Sinn, dass dein Körper versucht zu überleben, aber wenn er dann überlebt hat, dann muss er das natürlich auch irgendwie verarbeiten. Ich glaube, dann kommt es richtig. Ich glaube, dann hittet das auch richtig. So, und was bist du denn? Aber dich kriege ich doch... Dich kann ich doch bestimmt hier rüber locken, oder? Yep. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh, oh wow. Ja, das ist mal eine echte Spinne. Das ist wirklich mal ein Creepy Crawler. Unangenehm. Unangenehm. Na, unangenehm. Unangenehm. Ja, zumindest habe ich das gelesen, da kann man mich ja gerne korrigieren in der Hinsicht, aber das meine ich mal gelesen zu haben, dass das tatsächlich eher so ist, weil der Überlebensinstinkt ist ja drinnen. Also deswegen sage ich, theoretisch müssten sich ja tagtäglich sehr viele Leute irgendwie aufgrund von schlechten Bedingungen oder Lebensumständen in der Theorie umbringen müssen und tun es aber nicht. Ja. Also... Deswegen sage ich, wahrscheinlich kommen die Geschichten, finde ich, sowieso eher interessant, wenn es Helden gibt, die gar keine Helden sein wollen, es aber machen, weil sie dann trotzdem sagen, okay, es muss ja gemacht werden. Die findest du gut, solche Helden? Ja, ich finde es spannender. Und was heißt gut, weil... Also ich check gerade das Rätsel dich. Ich habe da drüben Licht. Ah, jetzt check ich's. Okay. Ich hatte es schon fast, aber ich musste einmal das dein. Verdammt! Nee, jetzt war ich einmal zu weit. Einmal zu weit nach unten verdrückt. Naja, besser du wir als dahin. Mui. Wir können sterben, aber Mui darf nicht sterben.
So. Okay. Du gehst das bitte da runter. Du machst das Licht an und dann kann ich nämlich hier rüber hopsen. Haha! Und nun da. Ella Ledge, Ella Ledge, ne. Das ist schon hart behindert, wenn das so ein bisschen Licht das schon auffällt, ne? Ja. No offense, aber das ist schon hart. Du bist schon irgendwie schon ganz schön unten. Dumm. Ja. Kann es sein, dass du dumm bist? Gibt's den Song? Ich weiß es nicht, mein Freund sagt das immer. Und seitdem kann ich nicht aufhören. Kann es sein, dass du dumm bist? Also er singt das sogar. Er singt es, dann wird es doch den Song geben. Ich weiß nicht, ich muss ihn mal fragen, ob er das aus irgendeiner Serie oder irgendeinem YouTube-Video hat. Ja, es klingt so ein bisschen danach. Aber er singt das so ganz, manchmal singt das und manchmal sagt er, kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, dass du dumm bist? Das erinnert mich, klingt so ein bisschen, ich meine Cold Mirror zu hören. Das kann auch sehr gut sein. Das klingt so ein bisschen nach ihr, ja. Ja, Cold Mirror hat einfach Generationen geprägt. Ich habe auch tatsächlich auf TikTok eine Buchautorin gefunden, die sehr ähnlich wie Cold Mirror spricht. Und ich bin hin und her gerissen zwischen, sie macht es, damit sie eben wie Cold Mirror klingt. Und vielleicht kommt sie auch einfach nur aus derselben Gegend und die sprechen da so. Ja, das ist möglich. Oder. Das ist halt sehr funny. Oh, okay. Vielleicht ist sie Cold Mirror, die Autorin, nur unter einem anderen Pseudonym. Nee, die zeigt sich selber tatsächlich so. Auch und ja, verdammt, die ist deutlich jünger als Cold Mirror jetzt. Ich habe jetzt hier voll das Mysterium hier aufgezogen, aber nö. Du meinst Verschwörungstheorien? Cold Mirror ist am Ende gar keine Person, sondern einfach nur eine Legende. Cold Mirror wurde irgendwann geklont und ersetzt. Um die nächsten Generationen genau. mit ihrer Weisheit zu bestrahlen. Ja, so sieht's aus. So sieht's also, sie macht ja aus. Immer noch Zeug. Also die der 5 Minuten Harry Potter Podcast. Der Harry Podcast. Harry Podcast, ja. Den höre ich mir auch immer ganz gerne an, so nebenbei. Cool. Beziehungsweise das Video, je nachdem. Man hört ja sowieso mehr zu, aber ich finde das auch ganz schön, weil tatsächlich, wenn sie die YouTube-Videos macht, dann liest du auch genau die Szene und die Ausschnitte sind halt manchmal einfach nicht günstig für die Schauspieler, aber geil für den Betrachter. Oh, ich bin auserwählt. Ich merk's. Ich bin auserwählt. Da war jetzt gerade schon wieder irgendwas mit Aliens und Galaxien und sowas und das ist jetzt hier eine alte Zivilisation und wahrscheinlich sind Aliens, die wiederkommen, sind einfach die Zivilisation, die irgendwie weggeflogen ist und jetzt ihren Planeten wieder haben wollen. Das interpretiere ich da jetzt alles rein. Wow. Und wahrscheinlich habe ich... Siehst du, und dann haben sie mir nämlich, da haben sie der Lana so einen Chip eingepflanzt und der wurde jetzt über Generationen, wurde der jetzt weitergegeben, der Chip. Wow. Genau. Und dann ist einmal alles explodiert und das war dann gut. Oh. Und dann hat die Weltentstehungsgeschichte und dann angefangen. Kam Mui und hat alle gemördert. Ah ja, okay. Siehst du, ne, da sind irgendwelche Aliens, die gekommen sind und den Leuten halt das Fischen beigebracht haben. Oder die Menschen überhaupt hier erst angesiedelt haben. Ja. Könnte man auch so interpretieren. Aha. Und da steht, wir waren hier und haben euch gemacht. Signed the aliens. Das steht da, ich kann das genau lesen. Ich kann das genau lesen. Like, comment, subscribe, stand da. Okay. Oh boy, okay, das ist ein Rätsel, da denke ich vielleicht mal mit. Auch wenn ich nicht bald werde. Bitte. Das hier kann ich das. Ach, hey, ich bin hier, um andere zu unterhalten und nicht um dir Lösungen zu geben, ja? Das ist dein Job. So, das ist zwei. Ich verstehe gerade noch nicht so ganz, was das hier tut. Also, da links, das bewegt sich sogar, ne? Wie so ein kleines Ventil. Nee, ich glaube, das ist die Kamera, die sich bewegt. Kann man da stehen? Nee. Das ist die... Nee, ich meine, dieses kleine, wie so eine Krone sieht das aus. Das dreht sich so. Um sich selbst immer hin und her. Ja, genau da. Das da vorne hier. Genau. Das hier dreht sich. Ja, irgendwie schon. Nein, das ist die Kamera. Das sind Pixel, die komisch aussehen. Ja.
Müssen wir vielleicht den richtigen Ton erwischen? Ja, möglich. Ach, das haben die Aliens doch vorhin immer die ganze Zeit gemacht. Okay. Vielleicht finden wir noch mal was an dem Painting auf der anderen Seite. Hast du die unten auch schon bewegt? Nee. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es bewegen soll. Man hat die Punkte auf den Pipes drauf, auf diesen Pipes da drauf. Ah, wir sind ja von unten gekommen, ne? Genau, wir sind. Okay, du bleibst bitte mal kurz da. Hat sich jetzt. Aha! Siehst du wohl. Blues Clues. Okay. Das ist das hier, oder? Ja, das ist das Einzige, ne? Stand das dann schon richtig? Aber das, nee. Ich muss eins finden, wo zwei Punkte links und dann nochmal zwei Punkte. So. Oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Zwei Punkte müssen dahinter sein, das sollte passen. Das hier passt schon. Muss ich das jetzt mit allen machen? Wer weiß. Finden wir die Hinweise vielleicht auch woanders, ist die Frage. So. Und jetzt hätte ich's eigentlich. Oder? Ja. Das heißt, ich glaube, die anderen müssen anders platziert werden. Dann guck mal noch ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht finden wir noch andere Hinweise. Kann ich da schwimmen oder sauf ich da? Ah ja, okay. Okay, das ist das. Ja, die haben alle so einzelne Merkmale, ne? Aha. So. Gucken, ob es hier was gibt. Hallo Sie? Nein. Du kommst hier nicht rein. Ich muss den hier mal beiseite schieben. Ah ja. Aha! Was ist da? Punkt bar, Punkt nichts. Okay. Ja, aber ganz cool, dass du jetzt nach den Hinweisen auch ein bisschen suchen musst. Ja. Außer Mui wird schon mutschlos langweilig. Aber. Ja, gut, du könntest ihn ja schon wieder abrufen, weil. Das haben wir ja schon gelöst. Also müssen wir jetzt die anderen lösen. Ist das richtig so? Punkt bei Punkt. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Auch gesagt. Ein Punkt davor, ein Punkt danach. So. Dann gehe ich dann doch mal hier unten hin. Hier, du kannst mal zurückkommen. Siehst du da was? Ich sehe da nichts. Ich sehe jetzt nichts, was ein Hinweis auf das Rätsel wäre. Das ist immer noch die Geschichte, ne? Genau, und da war die große Geschichte. Ich denke, wir müssen dann trotzdem in dem Raum. Ah, guck mal, da ist einer. Ah, okay. 3 bar 2 und. Ach je, du machst einen Screenshot, oder? Mach einen Screenshot. Dann kannst du es mir sagen. Zwei Punkte davor und der. Ja, ich zeichne mir das einfach schnell auf. Okay. Sag Bescheid, wenn du es hast. Ich mach derweil Partikelchen. Yeah, Partikelchen. Yeah. Und ich habe es. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Schon süß, wie sie so läuft mit den Armen. So. So, dann sag mal an. Der müsste stimmen und der obere müsste stimmen, gell? Genau, der unten müsste das sein. Den also der ganz. Nee, den drunter, den musst du. Okay. Den haben wir gesehen. Den drunter, genau. Da waren. Oh. Okay. Oh wow, Fallschaden. da waren ja zwei. Da waren zwei in der Malerei. Hast du beide auch? Ich hab einen nur gesehen. Ach, Ramona. Was willst du von mir? Ich habe minus 8 und minus 9 Dioptrie. Das Da oben links ist auch noch mal einer. Schau mal. Warte, da muss ich aber 1, 2, 3 davor.
zwei in der Mitte. Drillen. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich zwei gesehen. Du hast, you had one fucking job. Sagt er die ganze Zeit die Klippen runterfällt und Hui tötet. Das sind Experimente. Macht es das besser, Tobi? So, muss ich die jetzt nochmal einstellen? Ach, ich setze ihn lieber nochmal hin. Nee, nicht, dass ich sie nochmal einstellen muss. Doch, ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich stelle ihn lieber nochmal oben hin. Nicht, dass es... So, ja, komm hier, komm, bleib hier. Ach, mein, bist du süß. So süß. Ja, das ist... Ich hätte gerne Leckerli. Ich wünschte mir so sehr, mein Hund würde das auch machen. Ja, genau, so, du. Also der stimmt. Der muss ganz vorne, der stimmt, oben links. Der steht. Und der hier, der stimmt auch. Okay, und der hier unten? Der unten, da müssen zwei Punkte links sein. So? So, ja, genau. Okay. Und eine in der Mitte leer. Okay. Genau. Gut. Und dann. Ja, wie gesagt, also. Also die Fitness von dem würde Kind. Würde ich nicht machen. Würde ich einfach nicht machen. So, hier? Drei Punkte müssen drei vorne Punkte stehen. So. Genau, und zwei drinnen. Okay. Muss ich ihn jetzt irgendwo hinschicken? Sieht nicht so aus. Vielleicht stimmt eins nicht. Okay, der hier. Zwei. Der hat zwei Punkte drin, sei danach. Und der unten, was war der unten nochmal? Das war doch ein Punkt und. Der unten? Vorne und ein Punkt hinten. Also, meinst du, den. Das genau, ein Punkt vorne, ein Punkt. Und Punkt und hinten, das passt. Das ist, also, der hier ist der oben links. Und genau. Den hier müsstest du ja aufgeschrieben haben und den oben müsstest du auch aufgeschrieben haben. Genau. Zwei Punkte unten, drei Punkte oben. Ich rufe ha. Zurück. Müssen wir noch irgendwas betätigen? Ach, vielleicht muss ich das Ding da drüben betätigen. Da ist ja das, da hängt ja das Seil, vielleicht muss ich das betätigen. Irgendwie. Ah ja, weil da das ist, glaube ich, mit da oben verbunden, ne? Mhm. So wie das aussieht. Oh ja, da ist der Kontrast. Okay, da. Ah. Yeah. Oh ja. Sehr schönes Haus. Wir sind so schlau. Wir sind so klug. K, L, U, K. Wir sind so klug. L, U, K. Oh, noch mehr Lore. Okay. Jetzt krieg ich eine Waffe. Oder ein glühendes Bärchen. Ein Leben? Ein Power-Up? Ein Snack für Mui. Ein Leckerli! Ja, ja, es ist ein Leckerli. Das ist wirklich ein Leckerli. A key from the past. Finding the amulet. Okay, es ist scheinbar ein Amulett. Danke, Steam Achievements, für diese Information. Ach du Scheiße, was bist du denn? Kannst du das Amulett jetzt irgendwie rausholen? Fände ich interessant. Oh, Mui hat eine neue Fähigkeit. Es kann Dinge ganz, ganz kräftig anstarren. Und mit Licht. Okay. Aha. Ah, ja. Mui kann jetzt Türen mördern. Das ist schön. Mui kann Türen mördern. Muchus Mörder. Nein, nein, erst lockt er sie, er hypnotisiert sie mit dem Licht aus den Augen. Ja, und dann mördert er sie. Ja, weil dieses Licht werden irgendwann mal Laseraugen. Laser. Das wäre so cool. Besser mit Laser. Ja, ohne Scheiß, wenn Mui irgendwann zu dem Supermonster mutiert, was einfach diese komischen Spinnroboter wegfressen kann, das wäre das noch süßer. Das wäre der Twist, den niemand erwarten würde, glaube ich. Oh das nein. Sieht aus irgendwas wie lauert etwas, da. Das mich
du bleibst jetzt bitte kurz hier. Ich gehe mir das mal angucken. Hallo, Sie? Sie? Hallo? Okay. Das braucht Licht. Komm, komm. Komm. Kannst du irgendwas damit tun? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ja, dann gehe ich mal hier hoch. Geh ich mal da hoch. Dann gehen wir mal einfach da oben gucken. Ach, guck mal, da ist so ein Lichtauge. Da gehen wir jetzt nach. Aha. Und da, ey, Gui, Mui, kannst du da mal, Kui, sag ich schon, kannst du da mal neileuchten? Mui. Leucht da mal bitte nein, ja, dann, und dann, du mal den dann überschieben. Und jetzt, jetzt geht das Licht aus. Ah, guck, der macht kein Licht. Gucke mal, wie das da jetzt geht. Das ist doch alles nicht so schlimm. Die sind ja auch interessant, die Viecher, die einfach so, ich will einfach nur nicht ins Licht. Ich will nur nicht Licht sehen. Ich will einfach nur hier chillen. Das manipuliert mich, das mag ich gar nicht. Hallo? Mui? Hätte ich den noch weiter schieben müssen da oben? Hallo Mui? Er will nicht. Hm. Ah, jetzt hat... Jetzt werden die Kommandos schon ein bisschen komplizierter, ne? Man kann dem nicht böse sein. Nein. Jetzt kann man angucken. Dieses sluggische Viech da. Es ist schon echt weird, oder? Es ist super weird. Bleib doch einfach da, so, ja, okay, ich chill jetzt einfach hier. Ja, hier fehlt eins, schau mal, ich glaube, ich muss das andere Ding noch weiter reinschieben, oder? Ich glaube, du darfst es nicht zu weit nach draußen schieben, oder? Damit du dann noch auf den Schwanz kommst? Ja, nee, da ist ja auch wieder so ein Lichtkegel und ich glaube, da ist noch so ein anderes Viech, was ein... Da ist noch ein anderer Lichtkegel? Ja, noch so ein anderer Mulch, nee, Aal, was ist das? Keine Ahnung, Wurm. Okay. Etwas. Ich kann es tatsächlich nicht weiter reinschieben. Nee, ich hätte auch gesagt, dass du den anderen nicht so weit rausschieben darf, also rauslocken darfst. Warte, ich habe irgendwie... Oder irgendwie ihn dann halt wieder reinschiebst. Ja, irgendwie habe ich eine Ahnung, was das für das Spiel von mir will. So, jetzt bin ich nämlich hier oben. Jetzt kann ich den Aal wieder... Okay, nee, ich glaube, du musst einfach nur den unten, genau. Ich muss einfach nur den unten wieder... Ich denke, du musst den einfach nur wieder rein in sein Loch. So. Doggies, bitte! Bitte geh da hin, nein, nicht da aufspringen, bitte! Bleib da unten! Mui möchte erstmal ein Leckerli. So, jetzt gucken an. Und jetzt schieb ihn rein. Ja, schieb ihn rein. Sehr gut. Nein, Mui, hör nicht auf ihn. So. Du bist frei. Aber das haben wir doch hingekriegt. Sehr schön. Kommst her, Little Boy. Best Boy. Komm, ja. Best der beste Boy. Boy. Best Boy. Herrlich. Einfach der Beste. Beste. Finde ich aber schön so. So Partner, die du auch wirklich magst. Es gab in der Videospielgeschichte auch schon Partner, wo ich genug sagen Partner, musste, die einem auf den Sack gehen, ja. Ja, so, verstehe. Oh Gott, wieso? Wieso bist du dabei? Ich weiß genau, was du meinst. Oh, das war doch tatsächlich mal ein Loading-Screen zwischen Leveln. Schön. Schön. Ui. Schön. Wenn ich so runtergesprungen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich die Beine gebrochen. Oh, schönes Spiel. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben. Wenn man da die Klippe runterspringt, dann stirbt man. Instant. Ja. Der Mond da hinten auch. So schön. So schön. Ich bin sicher, dass es ein Mond ist? Vielleicht ist es einfach nur so ein Exoplanet. Also so. Ach, ich weiß es nicht. Aber in der Nacht haben wir ja einen riesigen Mond gesehen. Stimmt. Und wir sehen ja auch den Mond tagsüber. Weil... So angedeutet zumindest. Hm. Ich suche jetzt aber auch wirklich den ganzen Planeten ab, hä? Nach ihrer Schwester. Hui. Ja, es ist halt das letzte bisschen Familie, das bleibt. Ja, das stimmt. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Aha. Hier hinten wieder so eine Solar. Ja.
Aber ich glaube, die brauchen wir dieses Mal ja, nicht. Und die hat auch Saft, so wie es aussieht. Ich glaube, ich weiß schon. Nee, okay. Da hätte ich mir jetzt vorstellen können. Da hätte ich mir jetzt vorstellen können. Dass das Ding da oben Schatten macht für das Solarpanel im Hintergrund. Aber. Ja, stimmt. Okay, aber warte, 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 warte. Ich kann das Ding extenden. Kann. Kann Mui die Dinger bedienen? Nee, ich glaube, wenn du das einfach mittig stellst und dann oben quasi hin und her, also von links nach rechts springst, wenn du es mittiger stimmt, setzt, dann schaffe ich es wahrscheinlich. Müsste es gehen. Das reicht. Also dich hocken wir jetzt mal daher, damit ich das ein bisschen besser einschätzen kann. Ach, genau. Die haben ja schon. Hey, guck mal, da haben die Devs wieder gut gemacht. Die haben da hinten so einen Baum hingestellt, damit man so ungefähr eine Ahnung hat, wie weit man den Kasten hinstellen muss. Ja, aber so hätte ich gesagt, sollte mal gucken, das Einfachste ob das sein. Das ne? Jetzt auch stimmt, wenn das so ist. Ne? Ich das ob mache. Du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Geil, oh, was waren das? 1, 2 oder 3, letzte Chance. 1, 2 oder 3, ja, das waren diese Türen da, wo du dich immer hinstellen musstest auf die richtige Antwort. Ja, was waren das? Oh, und da gab es doch, hinter der Tür waren dann irgendwelche Spielsachen. Und Spielsachen dann... oder Preise? Ja, ja, Preise irgendwie auch. Sowas. Und dann hatten sie doch ganz zum Schluss, also derjenige, der in der letzten Runde war, sie durften mit Einkaufswegen durch einen Spielwarenladen und durften sich dann nee, alles das waren andere. Rein. Das waren andere, oder? Ja? Das waren andere. Das, da musstest du nämlich so Brettspiele in ziemlich krasser Größe, also Dr. Bibber, aber halt mit so einem riesigen Tisch, und da musstest du die Sachen rausholen. Da musstest Ehrlich? Du diese ganzen... Ja, ja. Warte, tatsächlich hatte ich letztens mit meinem Freund auch drüber geredet, dass wir das auch als Kinder gesehen haben. Wir fanden das beide geil. Toys R Us Club? Warte. Ja, möglich. Club oder so? Na, dieses 1, 2 oder 3, letzte Chance. Ja, Super Toy Club heißt Super das. Toy Nicht Club Toyser. Hieß das. Super Toy Club. Und da musstest du diese großen Spiele spielen. Also auch das mit dem Eisblock, wo du die Eisblöcke aus klopfen musstest, ohne dass das Ei drinnen mit dem Pinguin kaputt geht. Also da musstest du viele dieser Spiele spielen. Das mit den Türen, ich bin mir fast nicht sicher, war das der Tigerentenclub? Nee. Tigerentenclub, also das mit den Türen, das war auch irgendeine so eine Gameshow auf jeden Fall. Ja, für Kinder. Aber, ja, das wäre wieder eine Gelegenheit zu sagen, like, comment, subscribe und sagt uns einfach mal, welche, ob ihr noch wisst, welche Show das war. Weil wir da jetzt gerade nicht mehr drauf kommen. 1, 2 oder 3. Irgendwas mal Super RTL habe ich im Hinterkopf, aber ich weiß nicht. Ja, super, genau. Auf Super RTL lief das. 1, 2 oder 3. Fernsehsendung. Ah, nein, nicht googeln. Das sollen die Zuschauer soll das schreiben. Unten. Ich muss es aber für mich. Ich weiß, wir am Ende der Folge angelangt. Ich muss Frieden schließen, sonst kann ich nicht schlafen gehen. Ich muss wissen, wie diese Sendung hieß. Und ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich, es gab auch den Tigerentenclub. Okay. Den gab es auch, das war auch so eine komische Show. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Die Zeit ist schon wieder alle? Die Zeit ist schon wieder alle. Und guck doch mal, wir haben jetzt hier gerade so einen schönen Punkt, wo wir aufhören können. Das ist doch schön. Ja, sehr schön. Mai, ist das Spiel toll. Ja, wunderschönes Spiel. Mai, haben wir uns gut ausgedacht. Und entspannend, ne? Und entspannt, ja. Kann man auch nebenher abhängen und irgendwelche Gülle labern. Das ist doch hervorragend. Nur Gülle. In diesem ja. Sinne, Wiederschauen, reingehauen. Bis dann.